Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP. Ja, ich werde erstmal heute noch ein paar neue Signale einsetzen, also sogenannte Schutzhaltsignale, abgekürzt SH-Signale. Die werden hier immer vor den Weichen positioniert werden. Jetzt mal Ausnahme von denen hier. Warte mal, hier. Hier, in Gegenrichtung ebenfalls. Um eventuellen Rangiermanövern. Oder braucht man hier eigentlich eins? Ich glaube, da braucht man eher in der Gegenrichtung. Da muss ich dann erstmal überlegen, wie sich das dann am besten machen lässt. Also beginnen dann jetzt erstmal auf der Seite hier drüben. Hier steht ja noch der Eurocity, den ich da versuchen möchte umzuleiten. Die Weichenlaterne sollte ja auch in der richtigen Seite sein. So, dann beginne ich erstmal damit, dass ich hier die Signale einsetze. Dazu setze ich mir mal kurz hier einen Kamerapunkt rein. Und Moment, die sind hier etwas weiter unten. Nämlich die niedrige Bauform. Die ich jetzt einfach hier einsetze. Und dann immer passend eindrehe. Und auch verschiebe. So, und die ersten. Hier kommen jetzt keine hin. Die nächsten kommen dann hier dahinter. Aha, Kontaktpunkte sollten die auch noch bekommen. Und damit das ein bisschen übersichtlicher ist, mache ich erstmal wieder hier alle Kontaktpunkte aus. Ansonsten wird das einfach zu viel mit der Ansicht. Und da sollte es natürlich nicht hin. Ne, ich bloß noch die entsprechenden Richtungen raus, weil die sind ja schon bereits von Grund aus darauf eingestellt, dass die Grundstellung bei diesen Signalen immer Halt ist. Brauche ich auch keine Routen einstellen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut selbsttätig. Weil die sind ja eigentlich allgemeingültig für alle Routen gedacht. So, und ich möchte mal hoffen, dass ich jetzt nicht hier zu viel einsetze. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Und den kann man hier rüber steuern. Dann bedarf es hier gleich mal drei Signalen. Also Signalkontaktpunkten, besser gesagt. Je nachdem, wo die sich nämlich befinden, braucht man nämlich auch eine gewisse Anzahl an diesen Kontaktpunkten. So, hier zwei bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und hier rüber ist wieder das Übersignal. Eigentlich. Na gut, hier habe ich auch welche gesetzt.
Bin mir jetzt gerade etwas unsicher. Hier brauche ich eigentlich keine. Wenn ich hier bräuchte, dann wieder welche. Und hier in der Gegenrichtung. So, und damit hätte ich das jetzt erstmal soweit komplett. Vielleicht noch hier eins. Ja gut, bei der Bundesbahnanlage war es ja auch erstmal so, dass ich immer zu viel eingesetzt habe und dann die Anzahl einfach reduziert habe. Kann ich ja hier genauso machen. Das Problem ist ja manchmal immer wieder das Finden der richtigen Richtung. Ich sehe schon kommen, dass ich die alle noch erstmal verschalten muss. Also das betrifft dann die automatische Steuerung, die ich ja auch noch geplant habe in den nächsten Folgen schon mal zumindest einzubauen und die ersten Fahrwege darüber zu schalten. Und jetzt mache ich nicht wieder dieses unnötige Verschieben. So, hier sieht man jetzt mal die Anzahl der gesamten Signale, die noch dazu gekommen sind. Im nächsten kommen dann nochmal hier welche dazu. Das werden dann nochmal 5 Stück werden. Das wäre eigentlich dann auch alles. So, hier wieder ein Kontakt. Es ist. Das ist manchmal sehr viel. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt sowas nachbauen wie Hamburg-Maschen, dann müsste ich ja viel mehr noch von denen setzen und alle verschalten. Da würde ich wahrscheinlich dann Wochen. Na, gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest Tage daran sitzen. Um die erstmal einzubauen und zu verschalten. Moment mal, habe ich jetzt. Da hatte ich ein zu viel gesetzt. Das war nämlich für den hier jetzt eigentlich gedacht. So, und das sind jetzt erstmal alle. Und ich überlege noch eine Verlängerung der Anlage, um nochmal ein paar. Sagen wir mal, ein paar hundert Meter. Ich auch mit den Signalen hier nicht in Konflikt gerate. Weil die stehen eigentlich von der Länge her. Entweder ich müsste die hier verschieben oder ich müsste halt die hier hinten verschieben. Und die hier hinten zu verschieben wäre eigentlich einfacher. Weil die stehen halt nicht 1000 Meter von entfernt und verfügen halt über kein Kennlicht, was einen verkürzten Bremsweg anzeigen würde. Heißt, da würden also hier noch ein paar
100 Meter Schienen noch mit reinkommen, damit die auch entsprechend passend stehen würden. Vielleicht mache ich das, vielleicht lasse ich das auch. Das muss ich dann noch selber sehen. Und hier muss ich ja noch die komplette Fahrleitung dann noch verlegen. Wird auch noch ein Spaß werden. Wo ich schon bereits die Signale eingesetzt habe. Hm. Stimmt, das hatte ich ja damals unterbrochen gehabt wegen den... wegen dieser einen Stelle hier hinten. Hatte ich das hier unterbrochen gehabt. Dass sie mit den Abständen nicht so hingehauen hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das heißt also, ich brauche noch hier irgendwie eine Lösung. Also da werde ich wahrscheinlich dann einen Mast hier in die Mitte setzen und hier außen noch welche positionieren. Zumindest versuchsweise, damit ich mal sehen kann, wie das aussieht. Und der Euro sieht hier hinten. Den kann ich erstmal runternehmen. Den muss ich. Ich muss sowieso dann später nochmal jeden einzelnen Zug runternehmen und dann mit Soundwagen ausstatten. Damit die sich auch ordentlich anhören. Weil normalerweise haben Wagen in, zumindest in der EEP-Version, keine eigenen Sounds. Sind sozusagen lautlos unterwegs. Und dann gibt es halt die sogenannten Soundwagen, die werde ich dann hier mit einsetzen. Und dadurch bekommen die dann auch einen entsprechenden Sound. Oder eine entsprechende Soundkulisse, um es mal so auszudrücken. Hoppala. Vorher sollte man natürlich kontrollieren, welchen Kleist man ausgewählt hat. So. Jetzt passt es erstmal so. Und dann fehlen hier bloß noch die Doppelmasten hier. Und die Überleitung der Fahrleitung. Das kann ich aber dann schon bereits in der nächsten Folgen. Mal sehen, wann ich das mache. Oder ob ich dann zuerst mal an die Steuerung setze. Schauen wir mal. In dem Sinne war es aber erstmal von der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Part von EEP.